Da sind wir auch schon wieder zurück bei Let's Play Fallout 4 und wir befinden uns jetzt hier in dieser wunderschönen Stadt, die nochmal heißt... Alter! Boah, ich bin jetzt erschrocken. Da ist man runtergefallen und die Katze möchte raus, kleinen Moment. Also wir befinden uns... Bist du draußen? Das hier ist ein Schwanzeinklemmer. Also, wir befinden uns hier in Cambridge bzw. im College Square. Und hier im College Square sollen wir die ganzen Zombies töten. Ja, die armen Zombies müssen alle getötet werden. Jetzt, wo die Katze weg ist, kann ich meinen Arm mal wieder auf meinen Tisch legen. Das ist toll. Ah, ist doch ein bisschen entspannender für den Rücken. Selbstverstümmelung für Tiere.de. So, und hier sind alle möglichen Gebäude. War natürlich auch alles zerstört, alles... Längst in die Jahre gekommen. Ich guck mal, können wir diese Kathedrale, kann man da rein? Oh. Hey! Na, der Hund ist natürlich schon wieder mittendrin in der Action. Wir rennen immer noch mit unserem Billardkö rum. Mit unserem Aua! Verstärken. Na? Ihr Pisser. Bam. Na komm. Ma. Nimm den. Ach, und noch solche komischen Stechfliegen da, oder was? Glaube ich jetzt wohl nicht. Hey, komm zurück. Mach dich fertig. Blender Blutsauger. Reicht doch. Ah! Hey! Nein! Schon wieder so ein legendäres Pissvieh, Alter. Okay, erstmal zurück und weg. Tschüss! Okay, was haben wir hier? Kampfgewehr. Mit Zielfernrohr, das wollen wir nicht. Kampfflinte mit Visier. Das klingt gut. So. It's feeding time. Haben wir den legendären schon platt? Oh yeah. Durchschlagen, Kampfmesser. Ignoriert 30% der Schadensenergieresistenz des Ziels. Alter. Ach Mensch, Dogmeat ist ein Snickers. Oh, der Arme. Okay. Ja, das war dann wohl der Friedhof hier gewesen. Haben wir, glaube ich, auch ganz gut gemeistert, oder? Ja, was ist das? Oh, eine Golduhr. Hey. Hey, eine Golduhr. Hier findest du auch nicht alle Tage, ne? Zweierkugel, was die alles so dabei haben. Ist schon ein bisschen strange. Ziemlich großen Friedhof haben die hier. Was liegt da vorne? Ist das... Ist eine Kuh, ne? Krankenhaus Candle. Okay, da werden wir jetzt aber noch nicht reingehen. Das ist das hier. Hehehe, weil erstens mal brennt da irgendwas und dann gibt's da irgendwas drin und... Hier kann man auch rein? Nein, hier kann man nicht rein. Das heißt, wir werden uns jetzt mal... Okay, da unten geht's auch in eine Tür rein. Wir gehen erstmal hier rein jetzt. Hier wird auch wieder scharf geschossen, wie man hört. Hier ist wieder das Jagdgewehr zur Hand. Oh, ruckel du ruhig mal ein bisschen. Hast ja sonst nichts zu tun. Da darfst du ruhig auch mal ein bisschen ruckeln. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass wir ganz oben auf nicht so nette Gesellen treffen. Alter. Eine Blähfliege. War da unten. Okay. Lass uns mal gucken gehen. Von oben haben wir natürlich eine saugute Aussicht, ne? Das ist klar. Oh, was lag da? Nix. Okay. Hä? Hey. Alter! Komm die denn auf einmal her? Okay, Billardkühl, komm her. Alter, lass den Hund gehen! Dieses Dreckvieh, komm her! Bam! Alter, ey. Boah! Alter! Das war eine Mini-Atombombe.
Das war eine Mini-Atombombe, was da gerade hochgegangen ist. Glaube ich. Oh. Das ist nicht so toll. Jetzt wird auch noch automatisch gespeichert. Das ist sehr beruhigend. Okay, wir brauchen dringend die... Okay, die ist auch in Ordnung, aber... Wer oder was hat da gerade auf uns geschossen? Das frage ich mich. Das ist ein riesiger Turm. Alter. Irgendjemand kann uns hier nicht leiden, habe ich das Gefühl. Und irgendwas ist hier falsch. Alter! Ach, da unten die Autos explodieren, okay. Ja, mein Gott. Ah, ist jetzt nichts Tragisches irgendwie. Das kann dann halt schon mal passieren, ne? Und dass die sowieso so lange gehalten haben, das wundert mich eh, ne? Also. Von daher. Ich dachte ja schon, hier ist wieder einer am Ausrasten oder so. Aber scheinbar nicht. So, schauen wir mal, lokale Karte. Da sind wir momentan und hier müssen wir halt das Gebiet sichern, okay. Gut, das Ding ist, wir sind ja hier halt nicht mehr in Comedy. Comedy, warum ich mal College Square, will ich sagen, Mensch. Nicht Comedy. Comedy. Voll der Idiot. Comedy Square. Hey. Ein Münztelefon. Ach, und das ist der Eingang zur Kirche. Mal gucken, kann man da rein? Union's Hope Cathedral. Ah, cool. Da kann man tatsächlich rein. Na, das gucken wir uns mal genauer an, wa? Was? Ist was? Ich möchte nur in die Kirche. Das wird doch nicht verboten sein. Vater Gabe. Okay. Ich würde wirklich alles geben. Falscher Alarm. Bist du dir sicher? Brüderchen, bist du dir sicher? Hey, wo will der hin? Huh. Mami! Den hätte ich jetzt am allerwenigsten gerechnet. Äußerst netten Herrschaften. Ah. Mann! Stirb halt endlich. Oh, der hat keine Beine mehr. Oh ja, Spielzeug für Dogmeat. So, was ist mit dir? Was ist mit dir denn? Beruhig dich doch mal. Hab ich dir denn getan? Alter, das war ein Ghoul. Oh. Ja. Hättest du mal was gesagt, ne? Kronkorken, Schrotpatronen, das ist sehr schön. Eine Schrot. Ein Scharfschützengewehr! Okay, wir alles mitnehmen und Dogmeat. Du? Oh nein, wie er umdreht. Hey. Nein, 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 lass mal gut sein. Dogmeat, ich glaube schon. Du wirst Dinge für mich tragen. Und zwar ein Filzhut, eine Kapitänsmütze, eine Metallrüstung und Pastolengewehr und das und jenes und hast du nicht gesehen. Und außerdem kommt noch dazu das alles. Und noch viel mehr kannst du für mich tragen, weil du Hund aus Leidenschaft wärst. Ach, keine Ahnung. Nimm's einfach. Das Ding auch noch. So. Okay. Vielleicht die drei noch? So, sehr gut. Jetzt können wir nämlich wieder ganz viele Sachen mitnehmen, Dogmeat. Damit es zu Hause noch ein bisschen schöner wird. Und damit wir dir auch endlich eine Hundehütte bauen können und so. Deswegen machen wir das doch hier alles. Damit Dogmeat endlich seine Hundehütte bekommt. Ne? Oh. Ein First Aid Kit. Ah, ein Pilz an der Wand. Ach, sehr ekelhaft. Wie gut, dass der... Gut, dass der Ghoul das nicht mehr gebraucht hat, hier, dieses First-Aid-Kit.
Und wie nett von ihm, dass er es nicht verschwendet hat. Ich finde, das muss auch mal gesagt werden, das ist eine wirklich nette Geste von ihm gewesen. Oh, bestimmt die Bibel gewesen. Wo kommst du denn her? Alter, mach doch sowas nicht. Lass den Scheiß, Mann. Bro, wo ist deine Schädeldecke hin, ja? Das ist voll der Rap, Alter. Bro, wo ist deine Schädeldecke hin, ja? Silberteller. Kommt da noch mehr? Nee. Ich frage mich nur gerade, jede Kirche hat auch ein Geheimnis, oder? Und so frage ich mich, was ist das Geheimnis? Was ist das Geheimnis dieser Kirche? Das frage ich mich. Warum verbrauche ich jetzt eine Haarklammer hier für dieses Schloss? Ich weiß es nicht. Geschafft. Aber wir tun's einfach. La. La di da di la di da di o. La di o. La di o o o. Ach so. Ach, die Tür habe ich gar nicht gesehen gehabt. Naja, okay. Jetzt möchte ich aber doch ganz gerne wieder nach vorne. Jetzt war es da gerade so angenehm. So, was haben wir da? Restaurant. Das Restaurant. Kennt ihr das? Okay, da kann man nicht rein. Wo waren wir denn gerade? Hä, wo war denn der Eingang von der Kirche? Ach, hier. Hier war das, genau. Naja. Okay, was ist das da vorne? Deiner, hey, das sind deiner. Ach, egal ob deiner oder meiner. Hauptsache, wir sind alle glücklich. Cambridge College Diner. Hm? Cambridge Diner. Okay. Sollten wir da reingehen? Ja, wir sollten. Ah, nein, Doc mit anderen Gegner entdeckt. Schade, ist aber ärgerlich. Jetzt gehen wir erstmal ins Diner, räumen da ein bisschen auf und dann... Ach, wir kommen ja eh gleich wieder raus. Das ist eine Sache von 5 Minuten für uns, Mann. Hehehe. Wirkt ein bisschen Psycho hier drin, ne? Oh, die Musik. Die Musik stimuliert meine Sinne. Oh, da geht's wieder nach draußen, okay. Hier riecht es nach Verwesung. Und Arsch. Okay, wir brauchen dringend unsere Licht. Unsere Licht brauchen wir dringend. Okay. Employees only. Ich glaube, die Diner-Leitung ist uns... Ich glaube, ihr ist es relativ egal, wenn wir... Wie schön. ...das Zimmer der Mitarbeiter betreten. Ich glaube, die interessiert das weniger mittlerweile. Hi. Okay, hier ist sonst nichts. Hallo. Ist hier jemand? Nein. Du, ich hätte gerne die Tageskasse. Wäre das möglich? Schneidebrett, Salzstreuer, Kühlschrank. Hey, da ist noch was drin. Salisbury Steak. Küchenwaage. Jetzt bin ich mit dem Spüllappen, Alter. Oh! Buh. Also so ein Kanister, aber sonst ist hier irgendwie Ebbe, ne? Oh, da unten noch. Ein Putzmittel, damit die Weiber zu Hause auch schön was zu tun haben, wenn wir wiederkommen. Wir müssen endlich mal die Bude schrubben. So, wie gesagt, also sonst ist hier aber nichts. Außer diese coole Jukebox. Flap. Mal wieder diese Cartridges da rausholt. So, jetzt möchte ich doch wieder was hören. Yeah! Mucke! Okay. Wir verlassen dieses Interieur. Und, schauen mal, was Dogbit da so gefunden hat. Er hat irgendwie gemeint, linksrum ist ein Gegner. Na, Dogbit, dann zeig mal. Wo denn? Was?
die Fresse. Komm, sorg ich dafür, dass du es tust. Oh Gott. Es will mich umbringen. Kein Wort mehr. Du wirst mich nicht ersetzen. Wenn du es so haben willst. Gut, dass das vorbei ist. Hi. Na? Wer bist du denn? Entschuldigung. Hör zu, ich bin gerade nicht in der Stimmung zum Quatschen. Ey, Alter. Bitte, ich will einfach nur alleine sein. Das Ding sah aus wie ich. Bitte, ich will einfach nur alleine sein. Hey, wir haben dir gerade geholfen. Wenigstens ein Dankeschön oder so. Nein, gar nichts, weißt du? Einfach nichts. Keine Dankbarkeit mehr auf dieser verschissenen Erde. Nicht mal mehr in solchen Zeiten bekommt man es gedankt, wenn jemandem hilft. Toll. Wirklich schön. Was ist das? Oh, die Post. Hurra, hurra, die Post ist da. Wir gehen mal gerade den Ort da unten entdecken, aber gehen noch nicht rein, weil ich würde gerne erstmal jetzt... So, Verbindungshaus. Ich würde gerne erstmal jetzt die... Die ganze scheiß Gude noch töten, die da noch so unterwegs sind. Aber irgendwie... Okay, jetzt sind wir wieder am Ausgangspunkt. Hier sind wir jetzt wieder. Ganz am Anfang. Wo wir ganz, ganz vorhin auch waren. Okay, hier sind jetzt ein paar Frame-Einbrüche gerade. Aber das ist das erste Mal tatsächlich, dass ich was von diesen Frame-Einbrüchen spüre. Sag ich ganz ehrlich. Vorher hatte ich da ehrlich gesagt noch nichts von gemerkt. Gut, 60 FPS auf wie auf dem PC sind es natürlich nicht. Ich meine, das ist klar. Ja, das ist... Alles andere wäre auch übertrieben. Ja, wa? So. Eee. Oh. Raider-Rüstung. Yo, ey, geilen Riemen. Hammer. Doc, das hast du gemacht? Oh, da oben. Ha! Hey. Soll ich dir helfen? Komm, ich erlöse dich. Das ist Hilfe genug für dich. Bam. Ey, wir treffen immer besser, ne? Durch dieses Wads. Es klappt immer besser. Ich bin schon ein bisschen beeindruckt. Hey, was ist das? Kronkorken, Schrotpatronen. Was haben wir hier noch? Verstärkt gekochte Lederrüstung. Aha, Sackkapuze. Gut, dann nehmen wir die doppelläufige Schrotflinte noch mit. Was haben wir hier noch drin? Oh. Ja, du lebst ja noch. Ey, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, ja, ist ja schon gut. Ich erlöse dich ja schon. Mann! Sag mal. Ich glaube, ich verarsche, habe ich das Gefühl. Mein Gott. Don't fuck with me, Alter. Oh. Schrotpatronen, Molly, Stimpak, Schrotflinte. Oh, was mit Schläuchen? Was war das? Achso. Oh, ich glaube, das sind die Lieferung Pip-Boys hier, oder? Geile Sache. So, das Splitter-Kronore und ein... Ach, ich wollte schon sagen, was watschelt denn hier so? Das sind aber keine normalen Menschenschritte, habe ich mir gerade noch so gedacht. Und ich hatte mal wieder recht gehabt. Wieder nur so ein verlorener Ghoul. Wie ständig und überall, egal wo man hingeht. Überall nur Misstrauen. Und die elende Brut. Alter. Doc Meat. Warum? Warum musst du mich ständig so erschrecken, hm? Dog Meat. Dog Meat. Oh, ein First Aid Kit. Geil. So, hier geht's noch einen hoch. Okay, hier muss man jetzt immer so ein bisschen Ausschau halten, dass hier irgendwo so eine scheiß Kack-Tretmine liegt. Apropos, wir speichern auch mal. Okay.
habe denjenigen gefunden, der hier mal lebte. Ich glaube, der wird uns eher nicht mehr gefährlich. Aber er hat noch Patronen dabei. Und das ist gut. Das ist sehr gut. Ach, guck mal, was der sich hier gebaut hat, Alter. Voll krass. Lebt es noch? Hey. Nee, du lebst aber noch, Freundchen. Dein Leben werde ich jetzt beenden. Er ist einer von ihnen geworden. Schrotpatronen. Patronen. Raider-Rüstung verstärkt, gepolstert, bla. Nee, brauchen wir nicht. Brauche man nicht. Was haben wir hier? Kronkorken. Metallrüstung. Raider-Rüstung. Scheiße, habe ich eine Raider-Rüstung mitgenommen. Wollte ich gar nicht. Egal. Cooler Flasche. Flasche, Flasche, Flasche. Impro-Revolver. Nee, den lasse ich jetzt ausnahmsweise überliegen, weil, ganz ehrlich. Ha, Dogmeat, jetzt wo du gerade da bist. Bleib mal stehen. Hey. Bleib mal stehen. Ja, 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 ja. Sehe ich ganz genauso, mein Freund. Mein Vierbeiner mit der kalten Schnauze. Ich glaube, dass du mir ein bisschen was abnehmen könntest, oder? Das ist super nett von dir. Vielen herzlichen Dank. Plünderer Outfit, das vielleicht noch? Und das noch? Das noch? Ah, schade. Okay. Aber wir haben jetzt genug Geld, genug Kram abgeladen. Hey, der ist tot. Kronkorken. Dogmeat. Gamma-Patronen, Cocktail. Alter. Was haben wir da gerade gefunden? Ist das eine Waffe gewesen? Alter. Alter. Oh yeah. So langsam aber sicher finden wir echt gute Waffen. Das gefällt mir. Aber so richtig, ey. Oh mei, ist in der Brotdose. Salisbury Steak. Was haben wir hier noch? Och ja, lecker Blutkäferfleisch. Ja, nehmen wir mit. Komm. Warte mal, haben wir, ne? Bäh. Nicht gut. Nicht gut. So, da unten ist die Mission. Wo geht's denn da hin? Das habe ich mich vorhin schon gefragt. Speichern. Was? Verbranntes Modemagazin. Ach ja, geil. Gerollter Boston Globe. Was ist hier noch drin? Oh, eine Registrierkasse mit Kronkorken. Das finde ich gut. Wirtschaftsmagazin. Nur Kacke. Das ist mir doch alles Kacke wie Hose, Mann. Was meinen die da unten mit Mission? Was ist das? Was ist damit gemeint? Ist das eine Mission, die unter der Karte ist? Oder ist das einfach nur, weil wir hier unseren Marker in der Nähe haben, quasi? Warte mal. So, jetzt hier. Töte die Ghule in College Square. Ich glaube, das ist einfach nur gemeint damit, dass es hier ist, weißt du? Oh, Kronkorken. Wer lässt denn bitte drei Haarklammern in seiner Waschmaschine in der Wäsche? Das macht die Waschmaschine kaputt, Mann. Oh, was? Wo denn? Ja, geh mal zeigen. Zeig mal, was du hast, Bruder. Muss nur ein bisschen langsamer wie du vorgehen, weil... Oh. Ich wusste es. Ja. Hör, was ist nichts in die Luft geflogen? Da sind aber wieder Ghule unterwegs. Hä, es ist nichts in die Luft geflogen. WTF? Okay. Aha. Ich weiß nicht, warum man die nicht entschärfen kann, aber ich glaube, ich schieße einfach mal drauf. Ich geh mal ein bisschen zurück, Dogmeat. Vorsicht, Sprengung. Vorher speichern wir. Vorsicht, Sprengung. Okay. Das heißt, das Ding scheint entschärft zu sein. Dogmeat, geh mal bitte weg. Dogmeat, geh mal bitte weg. Dogmeat, geh mal bitte weg. Alter, diese Haut. Ah, schön. Eine Haarklammer war direkt mal kaputt. Die war schon kaputt. Ich konnte da jetzt nichts für. Ja. Ja. Alter, 13 Raketen. Krass. Voll krass, Mann. Richtig krass. So, wir gehen mal hoch. Weil, wie gesagt, wir müssen
Augen und Ohren Vorsicht und bedeckt halten, weil... Ich höre das schon, hier streuen dann irgendwelche... Hässlons durch die Gegend. Irgendwelche Arschgesichter, die uns nicht gut wollen. Oder durch? Nö. Ach, Aluminiumkanister nehmen wir natürlich mit. So, Treppe, hier geht's noch weiter nach oben. Hallo. It's time for loot. Was haben wir denn da? Oh ja. Oh ja. Ah, was war das gerade? Ein Gebührenplan? Jackgewehr, das können wir da lassen. Metallrüstung, das würde ich gerne mitnehmen. Okay. Sehr gut. Da war sonst nichts mehr drin, alles klar. So, wo waren jetzt da noch? Ah. Wobei, dass die gleich hinter mir sind. Und mir dann Sachen mit meinem Popoloch machen. Das möchte ich nicht. Ah, siehst du, sag ich doch. Weg, Sau. Geh von meinem Arschloch weg. Oder so, keine Ahnung. Da weiß ich schon etwas, der mit meinem Popo machen will. Hey, hey, der hat meinen Hund da schon wieder am Schlawutsch. Wo ist mein Hund? Da ist mein Hund. Ey. Lass den Scheiß, Mann. Nein, ich schieß gegen die Wand. Das ist voll sinnlos. Junge! Behind me. Oh. Bam. Treffer. Mieses Getier. Oh, hingefallen, ne? Doof gelaufen. Ah. Warte, warte, warte. Ich hab doch den hier. Komm her. Das ist der Billardkür des Jahrtausends. Bam. Okay, ich hab grad gesehen. Hey, Dogmeat. Alles klar bei dir? Sei nicht so eine Pussy, Mann. Oh. Wieder ein Toter. Grundkorb, Patronen, Stimpack. Okay. Oh. Cool. Danke. Nein, ich trage zu viel Dogmeat. Hey. Bleib hier. Fein. So, ich würde sagen, wir machen uns hier gerade nochmal kurz leer. Noch kann er ein paar Sachen tragen. Nein, jetzt ist er voll. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weitermachen und sowieso vollends überfüllt sind, aber hier hoch gehe ich jetzt mal gerade noch. Nee, das hat gar keinen Sinn. Ich würde sagen, ich stelle mich jetzt mal hier draußen hin und dann fahren wir mal heim. Und in der nächsten Folge müssen wir sowieso hier runter in die College Square Station und müssen da unten dann ein bisschen aufräumen. Also wir sind hier noch ein bisschen beschäftigt. Und danach müssen wir noch mit den stillen Bruderschaften ein bisschen Action machen, ne? Also wir sind hier noch wirklich ein bisschen dran und drauf und dran und hast du nicht gesehen, ne? Also, ich würde sagen, wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ja, also wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir uns dann nach Hause machen, nach Sanctuary, laden mal den ganzen Kram ab, sondieren mal aus, was wir so gefunden haben und hast du nicht gesehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir in diese College Square Station und räumen da unten mal ein bisschen auf. Bis dahin. Let's go, boy.